Hi Leute, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ja, heute sind wir hier oben wieder in Bornheim unterwegs. Ich parke jetzt hier oben wieder im Wald Wille. Habe ich auch mal einen Film gedreht, von hier aus Richtung Kamelleboom sind wir da gewandert. Ja, und dann selben Parkplatz benutze ich jetzt. Das ist der Römerhof-Parkplatz hier oben in Bornheim. Und ich möchte mit euch das Mühlenbachtal bewandern hier in Bornheim. Das ist ein kleines Tal. Ich habe da mal so ausgeguckt, da sind so schöne Landschaftsgegend ist das. Ich möchte mit euch ein bisschen umwandern, dieses Tal. Das sind knappe 6 Kilometer sind das, mit hin, 3 und 3 Kilometer zurück. Ich habe 2 Stunden angesetzt mit einer kleinen Pause. Eine kleine Highlight habe ich auch auf der Strecke rausgesucht. Und zwar ein Pferdehof mit Kamelen drauf. Ja, den möchte ich euch dann auch zeigen. Und was dann noch eben so kommt jetzt auf dieser Strecke. Viel Natur wird es heute auch wieder werden. Und mit Tieren heute wieder ein bisschen mehr im Film. Hauptsächlich auch wieder Natur, wie gesagt. Ja, wenn ihr darauf Lust habt, eine kleine Runde, eine kleine Nachmittagsrunde hier oben in Bornheim durch den Mühlenbachtal. Würde mich sehr freuen, dass ihr mitkommen würdet. Wenn ihr mitkommen würdet, dann würde ich mal sagen, auf geht's. Viel Spaß bei meinem kleinen Video. Auf geht's, Leute. Thank you.
wenn einer weiß, was das für Kühe sind. Die grau, braun, weißen, schwarz-weißen. Na, ich schätze mir am braun, grau-weiß. Können wir gerne mal in die Kommentare schreiben. Würde mich mal interessieren. Ja, da haben wir schon die ersten Tiere entdeckt. Die Kühe kenne ich noch nicht. Wie gesagt, könnt ihr mir gerne mal meine Kommentare schreiben, um welche Kühe es handelt, wenn ihr wisst. Würde mich sehr interessieren. Danke dafür schon, Leute. Ja, und hier vorne sind wir direkt am Hof jetzt. Mal gucken, ob jetzt hier die Kamele draußen sind. Dann zeige ich euch auch mal. Das sind ja schon mal die zweiten Tiere auf der Strecke. Ja, und dann kommt gleich ein bisschen Natur wieder. Ein bisschen Wald. Wiesen. Ja, dann gucken wir, was da noch so kommt. Ah, geil, hier vorne steht schon ein Kamel. Geil, Leute, ich sehe gerade. Kann ich euch jetzt direkt zeigen. Es sind sogar zwei. Cool. Die zeige ich euch natürlich. Cool. Haben wir die Kamele. Ja, Freunde, das waren die Kamele. Dann gehen wir mal weiter. Cool. Ach, hier vorne ist auch noch was ich auch noch besichtigen kann. Hier gehen wir jetzt gleich rum, den Weg. Hier folgen wir gleich. Zum Muttergotteshäuschen geht es hier runter. 100 Meter. Nehme ich auch noch mit. Ja, gestern hat noch ein bisschen geregnet. Hier merkt man das noch am Waldboden. Noch was feucht, aber es geht. Ist hier schön. Kann man auch sitzen. Cool. Da geht auch der Weg noch weiter runter. Aber ich wollte hinten gleich rum. Der Gott ist euch.
Ja, Freunde, mit dem Muttergotteshäuschen habe ich jetzt nicht gerechnet. Also, das wusste ich nicht, dass es da unten gibt. Schön, kleine Trampelfahrt da runterführen. Ja, also, man macht jetzt so richtig Spaß wieder hier, die Strecke. Auch so ein bisschen durch ländliche wieder, auf dem Wald vorbei. Herrlich. Wenn es euch schon gefällt, die Strecke hier, könnt ihr mir schon gerne für die Strecke einen Daumen da lassen. Freunde. Ja, ich bin jetzt auch gerade mal so gut eine halbe Stunde unterwegs hier vom Parkplatz. Also eine schöne Strecke. Ich befinde mich jetzt auch so auf dem Schotterweg mehr. Hinten war mehr Beton. Da muss man leider ein bisschen aufpassen. Das ist ein Wanderweg. Aber es sind Autos, die jetzt da fahren müssen, freigegeben. Kommen wenig Autos, aber man muss aufpassen. Und hier, ganz normaler Waldschotterweg jetzt. Waldrandweg. Ja, würde ich mal sagen, hier noch gespart bitte. Ob geht's. Wege. Dann schaut euch das mal an. Da geht es richtig runter. Ich hoffe, dass man auf der Kamera das gut erkennt. Ja, und da unten geht nachher der Wanderweg, den wir dann zurückgehen. Hinten kommt noch Brennig raus, der Wasserturm. Herrlich. Oh, hätte ich nicht gedacht, dass wir so hoch sind hier. Ja, hier fließt ein ganz kleiner Bach, ist das nur, der Mühlenbach vorbei. Kann man jetzt leider nicht sehen, die Stelle. Aber vielleicht kommt ja vorne, wo man ein bisschen sieht, von diesem Bach. Ich glaube, hier vorne kommt eine kleine Brückenüberführung. Das kann man ein bisschen sehen. Ein ganz kleiner Bach ist das nur. Ja, hier kann man ein bisschen sehen. So kein Quellchen. Die sind vorbei. So, jetzt geht es hier oben rum weiter und unten rum. Ich gucke erst mal. Weiterkommen. Ja, wir gehen oben rum. Den normalen Weg weiter.
erstmal hier oben eine kleine Runde im Mühlbachtal bei Bornheim. Ich hoffe, euch hat die kleine Strecke gefallen. Ich habe euch auch eigentlich auf diese Nachmittagstour zeigen können. Zum Beispiel hinten die Kamele, dann haben wir so Kühe noch gesehen. Dann bin ich unten rum noch, habe noch den Marienkapellchen gefunden, wo ich auch nicht von wusste. Dann sind wir noch den Berg oben rumgelaufen, durch die Natur Richtung Tal rein und kamen von unten dann wieder hoch. Also herrliche Gegend. Ich konnte euch schon noch einen kleinen Weiher zeigen, mal kurz. Ja, heute war das eigentlich wieder viel Natur mit kleinen Sehenswürdigkeiten auf dieser Strecke in Bornheim. Ich werde jetzt gleich wieder zurück zum Wanderparkplatz laufen. Der ist auch nicht mehr weit von hier. Wollte mich jetzt dann hier bei euch verabschieden. Ja, wenn euch meine kleine Tour hier gefallen hat, könnt ihr mir gerne einen Daumen dafür da lassen. Abonniert meinen Kanal. Ihr wisst jetzt ja schon, wie das funktioniert. Braucht man ja nicht immer wieder zu holen. Meine Statistik geht dann auch wieder hoch. Desto mehr mich anschauen. Ja, dann bleibt nur noch zu sagen, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, euer Go Experience. Ciao Leute. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through.